Und auch noch hier für alle, die die letzten Wochen mitgeturnt haben, sich informiert haben und gemerkt haben, es hat sich spürbar etwas verändert. Jener, der jetzt noch mit den grünen und roten Tagen weitermachen möchte, sehr gerne. Aber es soll eigentlich jetzt die Energie der neuen Art angenommen werden. Also versuch, dein Programm selbst zu finden. Genauso, ab gestern wurde dieses gespeicherte Programm der Körperübungen geschlossen und wir werden erst im neuen Jahr wieder weitermachen. Es gibt ja am 14. Dezember hierfür per Video etwas ganz Besonderes und sei einfach dann dabei. Diese Körperübungen, die ich euch gezeigt habe, haben dir mehr Bewegung, mehr Öffnung, mehr Aktivität gebracht. Und jetzt liegt es an dir, in deinem Körper selbst zuzuhören und herauszufinden, was dein Körper benötigt. Es heißt immer wieder, würdet ihr euch mit dem Körpersprecher verbinden? Der Körpersprecher ist derjenige, ich sehe ihn jetzt gerade, der neben mir steht. Er sagt, er sei der verlängerte Arm in die geistige Welt. Das bedeutet, du selbst kannst ihn bitten, dir alles zu geben, was du brauchst. Und auf einmal fällt dir ein, ich soll kein Brot essen. Ich soll Salate reduzieren. Ich soll mich auf etwas ganz anderes einpendeln lassen. Ich soll die Augen öffnen. Wichtig wäre nur, dass du lernst, so wie du morgens die Zähne putzt, dass du morgens erklärst, ich verbinde mich mit dem Körpersprecher. Und wenn du dieses täglich machst, bekommst du das, was du brauchst. Er sagt, es gibt hier genauso Methoden, dass du ihn zum Beispiel fragst, nennen wir ein Beispiel, du brauchst etwas, damit die Verdauung besser fließt. Dann bittest du ihn, dass er dir zum Beispiel zeigt, wie du Schüsslersalze, momentan sind Schüsslersalze ganz ein großes Thema bei uns. Sie sagen, weil hier auf der feinstofflichen Ebene viel gelöst werden kann. Und so kannst du den Geistführer fragen, ach, den Geistführer, den Körpersprecher fragen, welche Zahlen brauchst du? Dann heißt es zum Beispiel bei mir die 4, wie viel 8 Stück, die 9, hier brauchst du nur 1, die 22, hier braucht es einige. Da gibt es gute Bücher, kannst du nachlesen. Wichtig ist nur, vertraue deiner inneren Sprache. Vertraue, wie du mit deinem Körper umgehen kannst. Es gibt auch eine ganz wichtige Übung. Hier stehst du gerade heute schwierig, du stehst gerade und dann bittest du, dass deine Seele in deinen Körper eingeht. Stelle vor, wie deine Seele in deine Arme, in deine Beine, in deinen Rumpf, überall einfließt. Und dann sagst du dem Körpersprecher, übernimm die Führung. Und du wirst erstaunt feststellen, wie du dich ganz anders fühlst. Und das kannst du jeden Tag tun. Natürlich darf ich wieder Anfang 2021 ein komplett neues Programm vorstellen, auf das freue ich mich. Aber zuerst, nun sind die wöchentlichen Übungen bei mir beendet und ein neues Programm wird schon vorbereitet. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Vertrauen in mich. Ich danke dir von ganzem Herzen für das Vertrauen in Übungen, die für den Kopf gar keinen Sinn gemacht haben. Und so viele haben mir geschrieben, welche Aktivität hervorgegangen ist, wie oft sie zwar geschmunzelt haben, aber gemerkt haben, man fühlt sich besser. Und genau dieses habe ich über die ganzen vielen Jahre selbst bemerkt und bin überzeugt, es sind oftmals die kleinen, einfachen Dinge, die große Wunder bewirken. Ich wünsche dir, dass du dich täglich verbinden lernst. Ich wünsche dir, dass du täglich noch mehr merkst, wie viel Kapital du in dir selbst trägst. Innen zuhören ist erlernbar. In diesem Sinne, bis ganz bald und danke dir für das Vertrauen in mich und diesen Spaß während der Übungsprogramme. Danke.